hallo liebe Leute, endlich nach 2 Wochen Pause habe ich es jetzt auch mal wieder geschafft, dazu zu kommen. Ich hoffe, alles stimmt noch mit Audio und so weiter. Wenn nicht, teilt mir das bitte mit. Einmal vorneweg schon entschuldige ich mich ein bisschen für, wenn ich mal gelegentlich huste. Ich bin anscheinend allergisch gegen frische Luft. Und auch in diesem Sinne auf jeden Fall auch schon mal hallo Peter, schön, dass du mit dabei bist. Ja, frische Luft, wie geht. So, heute geht's auch endlich weiter mit dem nächsten Spiel von Quintet, published by Enix damals noch, also noch ohne das Square. Ich bin gespannt, weil es ist ein Spiel, was quasi Mischung aus Action bzw. Action-Adventure und Simulation ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal in die Geschichte reingehen und schauen, was passiert. Ich habe gehört, es soll brutal schwer sein, deswegen... Ich bin schon eigentlich versucht, das auf Experte auszuprobieren, aber ich mach mal lieber normal. Okay, Experte oder normal? Peter, hast du es mal angespielt? Ja, komm. Lass das erstmal auf normal ausprobieren. Wir können ja später vielleicht nochmal zum Vergleich in... Hast du es auf normal oder Experte gespielt? Aber Experte ist in der Regel leicht. Na gut. Minikappe. Geben Sie Ihren Namen ein. Verdammt, ich habe heute nicht mir im Vornherein einen Namen überlegt. Nein. Wenn Sie Ihren Namen eingegeben haben, drücken Sie bitte den Startknopf. Gesagt haben. Mein Gott. Donald. Name blank. Keine Ahnung. Nein, ich nenne ihn auch nicht Donald. Lisa, nee. Palüpp. Hallo Knopf, schön, dass du reinschaust. Ich nenne ihn jetzt Isaac. Isaiah. Na, wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Komm. Seid ihr wach? Sir Isaac, ich bin der Engel, der euch helfen soll, eure verlorene Kraft wieder zurückzugewinnen. Zurzeit haben Monster die Herrschaft dieser Welt in ihren Händen. Ein Dämon namens... Was? Tanzra. In Großbuchstaben. Sir Isaac Newton. ja, soweit geht's auch ganz gut. Ein bisschen... gelegentlich husten, weil habe ich gerade schon zu den anderen gesagt, ich bin schon mal allergisch gegen frische Luft, aber ansonsten ganz gut. Der Dämon Tanzra, der euch eure Kraft raubte, gab ihnen dadurch die Herrschaft. Um eure Kräfte zurückzugewinnen, müsst ihr den Glauben der Menschen an euch neu entfachen. Aber zuerst müssen wir auf dieser Welt die Monster zerstören, damit die Menschen in Frieden leben können. Oha. Bewegen, kämpfen, Zustand, sonstiges. Spiel speichern, Textmodus. Also, ich bin ja ein Fan davon. Bitte den gewünschten Befehl aus dem Menü rechts auswählen. Spiel speichern. Sir Isaac, wollt ihr die Fortschritte dieser Welt speichern? Alles gespeichert. Wollt ihr trotzdem an dieser Welt arbeiten? Ja. Ich habe das Spiel etwa eine Stunde gespielt. Das ist sehr weird. Ist etwas weird, okay. Ihr seid so fleißig. Wenn ihr unbedingt wollt, macht weiter. Was ist der Textmodus? Sir Isaac, wie schnell soll ich den Text anzeigen? Sehr schnell bitte. So? Ja. Zustand. Ja genau, instant. Zustand des Gottes. Wir haben 3 Herzen. Level 1, HP, bla 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 bla. Magiegum. Fillmore Bloodpool, das ist ja schon mal ein schöner Name.
Cassandora, Aitos, Maranya und Northwall. Teil 1, Teil 2. Zustand der Städte. Ah ja, okay. Ich habe erstmal Kevin gelesen statt Keim. Kämpfen, Monster bekämpfen. Sir Isaac, wenn wir in diesem Gebiet alle Monster zerstören, können hier wieder Menschen leben. Sir Isaac, seid ihr bereit? Der Soundtrack soll ja ganz gut sein. Bin ich auch gespannt auf den Soundtrack. Also ich finde auf jeden Fall gerade die Orchestrated Arrangements finde ich ziemlich cool. Was? Ihr werdet doch nicht aufgeben wollen. Also ich finde die Übersetzung schon sehr charmant gemacht. Zauber auswählen. Ihr habt keinen Zauber. Können uns bewegen. Bitte den gewünschten Befehl aus dem Menü. Bla. Sky Palace bewegen. Ah, okay. Das heißt, wir haben hier, was eigentlich eher so wie ein Berg ausschaut, sind wir hier auf einer Wolke und können hier rum. Das Bloodpool, Aitos, Cassandora, Maranya. Oh. Vogelinsel ist da. Ja, finde ich sehr, sehr sehr cool gemacht schon. Wir haben hier so mehrere Steinkreise. Northwall. Also den Soundtrack von Fillmore, den hört man ja ziemlich häufig immer mal. Also der wird ja auch häufig geremixed und jetzt hat die Katze den Vorhang runtergezogen. Und Doktor und denkt sich so, oh Gott, was hab ich gemacht? Genau, wir bleiben mal hier über Fillmore. Und dann das Volk beobachten. Sir Isaac, diese Gegend ist noch unbewohnt. Okay. Katze, ey. Ja. Okay, wir müssen wohl erst die Monster bekämpfen. Viel Glück. Batsch. Oh, der Soundtrack ist schon, geht schon gut ins Ohr. Also ich kann springen. Zuschlagen. Und verliere erstmal die Hälfte meines Lebens. Das kann ja heiter werden. Okay, der Kater geht halt literally schon wieder hinter den Vorhang. Kater! Okay, wir lassen das jetzt einfach so. Der Vorhang bleibt offen. Oh shit, das geht auf Zeit. Ich weiß halt nicht, ob man dadurch Erfahrungspunkte kriegt, weil sonst würde es sich ja lohnen, zu grinden irgendwo. Uff. Auf der anderen Seite hat man irgendwie nur so und so viel Leben. Nope. Rip. Not the bees. Ja. Okay. Du schaffst das schon. Ja. Ich hoffe es. Anyhow, also wir können ja, wenn es nicht funktioniert, auch einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert, wenn man hier Game Over geht. Ich kann Pause drücken. Kann ich noch irgendwas machen? Nein. Nee. Ich fand da nicht hoch. Na toll. Okay. Yeah, geil.
Wie war das mit dem Expertenmodus? Ich kann ja noch mal anfangen, ne? So, jetzt gucken wir erstmal, was passiert, wenn ich hier alle meine Leben verliere. Sammeln wir erstmal die Punkte hier ein. Au. Fun Fact, es gibt auf dem Expert. Es gibt einen Expert Plus Modus. Ja, geil. Okay. Dies war dumm. Schade, Sir Isaac, aber ich weiß, dass ihr niemals aufgeben werdet. Ich werde auf eure Rückkehr warten, sobald ihr die Monster zerstört habt. Das zocken die Speedrunner immer, weil du da nur die Jump'n'Run-Passagen hast. Oh, danke für die Subscription, Irmi. Und schön, dass du reinschaust. So, jetzt ist die Frage, hat sich bei unserem Zustand was verändert? Ich glaube nicht. Also soweit ich weiß, gibt's also ist aber nicht der Action-Modus, den es im Deutschen gibt, oder? So. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das war ja ein solider Anfang. Ich weiß nicht mehr. So. Kann sein, dass der erste ist. Okay. So. Oh, okay. Blöde Fliegen. Ja gut, also wow. Okay, ich denk mir gerade, das schaffe ich doch nie. Weil gerade mal angefangen und du hast halt einfach auch echt nicht mehr Moves. Und wenn ich da halt mich so blöd anstelle wie jetzt gerade. Au. Dann könnte das eine Weile dauern. Ach, danke für den Hausknopf. Autsch. Burp. Hast du gerade was gegessen? Noch kannst du umkehren. Ja, ich, sonst seht ihr mich die ganze Zeit an diesem Baum verrecken. Und ich glaube, das ist nicht so spaßig für euch. Ja, wisst ihr was? Da machen wir es doch so, bevor ich da jetzt an jeder Ecke quasi... Ah ja, vor einer Stunde. Bevor ich da jetzt an jeder Ecke irgendwie... wahnsinnig lang brauch oder so. Und ich das eh noch am... Ich find's lustig. Pff. Fangen wir doch noch mal auf normal an. So, der Witz wird jetzt sein, dass ich wahrscheinlich auf normal genauso verliere, also faile wie auf
Expert. So, das müssen wir uns jetzt leider nochmal anhören. Bla 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 bla. So. Genau, es war vorhin auf Experte. Warte mal, wir speichern mal nicht. Sondern ich will den Textmodus nochmal ändern. Yep. Und jetzt speichern wir. Ja, kann ja ausprobieren. Ich habe halt auf ein paar Leute gehört und war auch selber so ein bisschen so, okay, lass mal gleich ein bisschen härter anfangen. Also warum nicht? Und ich meine, wenn mir Filmore noch zu viel wird, kann ich ja auch in anderen Bereichen erstmal frecken gehen. Ja, easy. Okay. Brauchen dann trotzdem noch zwei Hiebe. Was war das denn? Ich würde gerne wissen, wie man da hochkommt eigentlich. Ups. So. Die armen Bienen. Vögel! Wir haben Vögel. Nee! Okay, ich hätte mir wahrscheinlich damit ein bisschen was an Weg sparen können, aber... RIP, wenn ich da jetzt runterfall, ist selber schuld. Das ist doch ein Vogel, ey. Ja, natürlich. So, jetzt sind wir wieder bei dem hier. Und ich stelle mich genauso blöd an wie vorhin auch. Und ich glaube, der kommt, sowas kommt nochmal. Nein! Oh Gott! Glück gehabt. Ja, definitiv. Au. Au. No! Okay. Oh, okay. Hier war ein Save Point scheinbar. Sehr gut. Muss ich nicht alles nochmal machen. Alter, eigentlich finde ich diesen Weg gerade ziemlich doof, wenn ich da immer in den Gegnern drinnen lande. Verdammt. Taxi, please. Stream Nummer 1 von 20. Ja, mindestens. Ja, die haben, erinnert so ein bisschen an, Futurama. Sind im Reagenzglas einfach geboren. Wie fies. Okay. Man darf denen nicht zu nahe kommen. Das ist ein bisschen fies, wenn deine Steuerung halt irgendwie gefühlt sehr laggy ist. Moment, wollte ich das Teil nehmen? Eigentlich nicht, ne? Okay. Sagen wir es mal so, es gibt sehr viel Raum für Verbesserung. Sehr viel Raum.
Hi. Tschüss. Okay. Aber cool ist es schon vom Design her. Knapp. Au. Nein. Uff. RIP. Filmort Teil 1. Geschafft. Viel zu einfach. Ich hätte doch auf Experte bleiben sollen. Nein, so ein Quatsch. Wenn ich weiter auf Experte... wenn ich weiter auf Experte gemacht hätte, dann säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Hallo, Alex! Was passiert? Leute! Hallo, ist dieser Actraiser auch von dieser einen Firma wie die anderen Spiele vorher? Actraiser. Ja, ist auch von Quintet und von Enix dann später gepublished. War auch eines der frühen Spiele quasi von denen. Und das Besondere ist halt, dass es irgendwie Action, Action-Adventure und beziehungsweise Jump'n'Run und Simulation, sage ich mal, vereinigt. Nacktraiser. Zu Isaac. Fillmore könnte zu einem Land werden, in dem die Menschen in Frieden leben können. Es ist unsere Pflicht, unser Volk vor den Monstern zu schützen. Flitzer? Naja, schau mal, der Engel hat ja fast nichts an, ne? Ich werde euren Befehlen gehorchen. Vernichtet die Monster mit meinen Pfeilen. Es gibt auf dem Boden mystische Kreise. Das sind die Höhlen, durch denen die Monster in die Welt kommen. Wenn ihr das Volk richtig führt, wird es die Höhle versiegeln können. Ihr werdet ein Monster entdecken, das dieses Land kontrolliert. Wenn es zerstört wird, liegt das Schicksal des Volkes in seinen eigenen Händen. Herr, lasst uns auf den Frieden hinarbeiten. Ich raise ein Act. I see. Also ist der Engel die titelgebende Spielfigur? Vielleicht. Warum gibt man den Menschen nicht einfach Waffen? Dann braucht man als Gott nichts mehr machen. Naja, du weißt ja, das ist am Anfang immer ein bisschen schwierig. Außer Urlaub. Sir Isaac, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber die Menschen in Fillmore wollen euch etwas sagen. Herr, wir können aufgrund der vielen Büsche kaum Häuser bauen. Verbrennt die Büsche und zeigt uns, wo wir unsere Straßen bauen sollen. Okay. Das heißt, wir können entweder zurück zum Sky Palace bewegen. Das Volk führen, Baurichtung, das Volk anhören. Wunder, Blitze, Regen, Sonne, Wind, Erdbeben. Wir seppen mal, mit euren Blitzen könnt ihr Häuser, Felder, Bäume, Steine und Büsche vernichten. Werdet ihr eure Blitze benutzen? Hallo Michael, endlich Lisa-Stream. Oh. Moment, heißt das, dass Actraiser eine Art Göttersimulation mit Actionsequenzen ist? Genau, genau die richtige Beschreibung eigentlich dafür. Gut, zeigt mir, wo der Blitz einschlagen soll. Nehmen wir doch einfach gleich mal hier diesen Bereich da so. Oder? Ich meine, wir können auch hier unten mal so... Bams! Haha. Hochpause, ist das für dich eigentlich auch Blind sowieso? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So, was können wir noch machen? Gaben. Wir können eine Gabe annehmen, wir können eine Gabe benutzen. Wir haben noch den Zustand und sonstiges. Ein Gott ist doch keine Wunschfee. Das sollen die schön selbst machen. Animal Crossing für Arme. So, wir zappen mal noch ein bisschen in der Gegend rum. Kavusch. Dass du keine Ahnung hast, was du tust, heißt nicht automatisch, dass das ein Blind Playthrough ist. Ja, ja. So. Ich weiß nicht, ob wir das...
her. Um einen Blitz auszulösen, brauchen wir mindestens 10 SP. So, ich habe keine Ahnung, wie man SP bekommen kann. Pling! Oh, so. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Monster hier abschießen, um wieder SP zu bekommen. So, erstmal Abendessen. Und Michael, und Michael, Alex! Geht's ihr mal weg hier? So. Abendessen mache ich auch gerade. Dann schon mal einen guten Hunger an alle, die jetzt gerade am Essen sind. So, wir können wieder zappen. Zappen. So. Katsching. Ich finde das sehr lustig, weil das in etwa der gleiche Sound ist dem... Also, man erkennt die Soundeffekte halt wieder, so wie zum Beispiel aus Illusion of Time oder so. Stirb. Oh, der kleine Drache sieht ja süß aus. Ich treffe die einfach nicht. Huch. Ich finde die Musik hier finde ich eigentlich richtig nice gerade. So. Wir können hier wieder zappen einmal. Zapp doch mal bitte. Und zwar am besten hier so. Am besten triffst du dabei noch ein paar Gegner. So. Oh, Milchreis mit Zimt. Ja, den will ich eigentlich auch die ganze Zeit mal machen. Aber Stefan mag keinen Milchreis. Oder nicht so gerne. Aber er hat mir erlaubt, dass ich ihn Autsch trotzdem machen darf. So, wir zappen hier mal nochmal ein paar Bäume weg. Oh, man fühlt sich so unheimlich, also so mächtig. Wenn man einfach irgendwie was in, also hier in Feuer setzen kann. So, ich weiß jetzt nicht. Das Volk anhören. Herr, wir danken für dieses schöne Land. Wir werden hier sicher glücklich und zufrieden leben können. Okay. So, das heißt, was wir jetzt dann tun können, ist... das Volk führen in eine Baurichtung, Sir Isaac. In welche Richtung soll sich die Stadt ausbreiten? Nach hier oben. Fillmore wird so gebaut, wie ihr es befohlen habt. Nö. So, kann ich jetzt von hier aus noch weiter bauen? Nicht hier schon? Nee. Warte. Das hat jetzt... Nein! Da wollte ich nicht... Also wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Steuerung. Eine Stadt wird gebaut. Da sind jetzt kleine Männchen aufgetaucht. Au. Sehr cool. Autsch. Eine Stadt wird gebaut. Jetzt kommen immer mehr Menschen. So, jetzt versuchen wir hier diesen Drachen dabei nochmal platt zu machen. Und ich habe nicht gelesen, was passiert. Ich glaube, dass eben die Bewohner wieder was sagen wollen. Ich hole gleich mal mit dem Chat auf. Herr, wir haben jetzt unsere Jagdmethoden so weit perfektioniert, dass wir uns in der Lage fühlen, die Monster zu bekämpfen. Zeigt uns, wo die Höhlen der Monster sind. Oh, das klingt doch schon mal gut. Jetzt hole ich mal ganz kurz auf. Sepp mal Batman. Lul. Apfelwurstsalat.
Geht das? Habe ich mal die Geschichte erzählt vom Wurstsalat? Ich glaube nicht. Bei Wurst gehen Stefan und Peter sofort alle ab. Am Krankenhaus habe ich Salat bestellt, ich habe Wurstsalat. Ach ja, stimmt, das hast du erzählt. Wie kriegt man bitte diese Batman-Symbole auf dem Boden weg? Indem ich die jetzt, wo sie endlich gescheit jagen können, dahin führe, dass die bitte diese Portale kaputt machen. Wir werden hier sicher friedlich und ruhig leben können, Erzähler. Sie werden es nicht. Städte können sie bauen, aber keine Büsche wegbrennen? Naja, wenn sie am Anfang nichts haben, keine Ahnung. Pokémon können ja auch manche Büsche zerschneiden und andere nicht. Vermutlich haben sie das Feuer noch nicht entdeckt oder es sind feuerresistente Büsche, die nur mit Götterkraft vernichtet werden können. Ich bin Batman! Das heißt, wir müssen jetzt die Straße, glaube ich. Wenn ich den... Hier. So, Baurichtung. Hierhin. Bla. Eine Höhle wird versiegelt. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ta-da-da-da! Weg. Sie haben das Batman-Symbol entfernt. Cyzek, unser Volk hat ohne unsere Hilfe die Höhle versiegelt. Ohne unsere Hilfe? Ich habe die da gerade hingeführt. Jemand hat anscheinend in der Höhle etwas gefunden. Herr, wir haben eine Statue gefunden, die wir euch jetzt als Gabe bringen. Nehmt sie bitte an. So, das heißt, ich muss hier die Gaben. Bitte den gewünschten Befehl, bla. Gabe annehmen. Wir können euch in diesem Jahr Folgendes anbieten, Herr. Welche unserer Gaben werdet ihr annehmen? Bombe! Eine Bombe! Ich kriege eine Bombe! Oh mein Gott! Wenn man es hochhält, werden alle fliegenden Monster zerstört. Das ist alles, was wir in diesem Jahr haben. Danke, dass ihr unsere bescheidenen Gaben angenommen habt, Herr. Ich liebe mein Volk. Es ist schön, es versteht mich. Wenn ein Batman-Symbol vernichtet wird, lacht irgendwo in der Ferne ein Joker schadenfroh vor sich hin. Definitiv. Ich sag's. Eine Bombe. So. Eine Stadt wird gebaut. X. So. Das heißt aber auch, dass wir... Herr, in letzter Zeit geschieht etwas Seltsames mit mir. Viele meiner Wünsche sind wahr geworden. Wenn diese Kräfte wahr sind, dann strahlt der Wald im Osten etwas Heiliges aus. Niemals ohne... Okay. Hä? Was war das? No! Stop it! Go away! Ist mein Engel jetzt tot? Eine Stadt wird gebaut. So, Isaac, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber die Menschen in Fillmore wollen euch etwas sagen. Mein Gott, was ist passiert? Plötzlich brennt alles und geht zunichte. Du willst Lisa nicht erleben, wenn sie bei Terraria genügend Baum hat. Nicht nur bei Terraria. Ich finde es sehr cool, dass es für Lisa mittlerweile etabliert ist, dass sie einfach alles in die Luft jagen will. Oh ja. Monster, oh no. Menschen, oh no. Und Lisa, oh yeah. Entschuldigung. Da wird nicht mehr Spitzhacken. Herr, im Norden des Landes brennt ein Haus. Ich bitte euch, lasst es dort regnen, damit das Feuer gelöscht wird. Stimmt. Regen. Das Feuer ist gelöscht worden. Die Menschen sind so ungeschickt. Erst verursachen sie ein Feuer und ihr sollt es für sie löschen. Aber gerade das ist ein Wesenszug, den ich bewundere. Was meint ihr? So, ich hatte überlegt, ob Donnerstag oder Freitag, und da ich mich noch eingetragen habe, obwohl ja Freitag wurde es wohl morgens schon. Warum können die nicht selbst Regen machen? Ja, ich habe keine Ahnung. So. Das war ein sehr komisches Geräusch. Ich muss mal ganz kurz zum Sky Palace zurück, weil...
Mein Engel hat literally kein Leben mehr. Was tue ich jetzt? Wir speichern mal. Eigentlich hatten Lisa und ich Terrarium... Ja. Genau, was Stefan geschrieben hat im Prinzip. Dann gehen wir doch jetzt nochmal das Volk beobachten. Das ist, Was macht der da? Schleppt der da gerade Viecher durch die Gegend? Also, die Fledermaus schleppt die gerade Menschen durch die Gegend? Also, ja, also, kann ich verstehen. Menschen sind lecker. Gabe benutzen. So. Ziemlich so. F, ja. Ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung, was ich machen soll, weil mein Engel hat null Leben. Ich weiß nicht, wie ich das Leben wieder zurückkrieg und kann entsprechend keine SP oder sowas mehr einsammeln. Wir probieren jetzt einfach mal, dass die Menschen mal noch weiter bauen. Ich habe kein... Was? Miau! Oh, ich habe wieder Leben gekriegt. So, stirb! No! 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 Lass sie los! Ey, dieser... Drache ist brutal. No, lass die alle in Ruhe. So, ich weiß... Eine Stadt wird gebaut. Ich weiß nicht, was es jetzt mit dem Wald im Osten auf sich hatte. Ob man den da einfach mal... eine Stadt wird hier... Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Euer Level ist jetzt 2 und eure HP betragen 9. Das nächste Mal erhöht sich euer Level, wenn die Bevölkerung einen Wert von 200 übersteigt. Wow, also so viele Menschen, wie gerade gefressen wurden, ist es eine... Also überrascht es mich, dass ich das überhaupt geschafft habe. Ups. Moment. Was ist beim Herzsymbol? Welches Herzsymbol genau meinst du? Du meinst hier unten, das ist Zustand des Gottes und Zustand der Städte. Also da sehe ich halt basically das. So, jetzt wird erstmal die Höhle hier versiegelt. Und dann sollte ich mich, glaube ich, mal um diese da drüben kümmern. Auch wenn ich den echt süß finde, den Drachen. Aber der ist ja super nervig. Und ich habe schon wieder nicht gelesen, was da stand. Aber bei einem ganzen Drücken geht man halt einfach mal drüber. So, hören wir doch mal die Menschen nochmal an. Herr, wir danken für dieses schöne Land. Wir werden hier bla bla bla. Sagt das nächste Mal, wenn ihr gefressen werdet. Autsch. Na ho. Geh weg. Geh weg. Eine Stadt. Herr, ich fühle eine Zauberkraft unter den Felsen, unter den Klippen im Südosten des Landes. Okay. Vielleicht liegt dort etwas begraben. Herr, mit einem eurer Blitze könntet ihr die Felsen zerstören. Okay, probieren wir es doch mal aus. Ja, keine Ahnung, welche Felsen sie meint. Autsch.
Jetzt nehmen wir erstmal die Blitze. Und blitzen das hier mal weg. Isaac, es ist nichts passiert. Okay. Ey, schon wieder dieser Drache. So. Manchmal kommt man einfach nicht ins Menü rein. Das ist einfach sehr merkwürdig. So, jetzt probieren wir es nochmal. Machen jetzt hier das weg. Oh, ich habe sogar mehr Magie bekommen. Das ist auch nice. Und dann zappen wir hier nochmal. Zapparino. Und irgendwer hat wieder irgendwas verschleppt. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich will dieses X da hinten jetzt mal platt machen, wenn es geht. Das heißt, wir nehmen mal die Leute und schauen mal, ob die... Ist... Ach so. Ich kann wohl von da nicht weiterbauen. Ich habe nichts gemacht. Was sollte das? Okay, das Spiel buggt, glaube ich, ein bisschen rum manchmal. Ich gehe mal für die 500.000 Kekse sparen. Wieso das nur? Ich habe ja auch überhaupt nicht, ja genau, auch nicht daran gedacht, dass gerade du das vielleicht interessant finden könntest. Ich sehe gerade, das Licht ist ein bisschen hell. So. Baut doch mal dahin. Währenddessen. Au. So. Au. Ach so, es kann sein, dass ich einfach nur für einen Tag meine Aktion machen kann. Und dann warten muss, bis die Anzeige oben wieder weg ist. Genau. Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Okay, Lisa, du streamst offensichtlich morgen Terraria. So, ja, so schaut's aus. Ja, genau. Und für 1 Million gibt es dann auch den Nachfolger am Stream. Das nächste Mal setze ich da bla bla. Okay, aber ist ja schon mal schön zu sehen, dass es bald weitergeht. Au. Nein, nein, nein. Stop it. Alter. Lass doch die bauende Gesellschaft in Ruhe. Wo sind die denn jetzt am Bauen? I don't see. Ich finde den Drachen eigentlich voll niedlich. Aber ich will ihn nicht bekämpfen. Alter. Es sieht lustig aus, wenn die da wieder runterkringeln quasi. Könntet ihr bitte mal mich ins Baumenü lassen? Danke. Kommen die da noch nicht drüber? Okay, dann will ich einfach wieder was zappen. Ich glaube, ich brauche Zielwasser, wenn es so weitergeht. Meine Güte. So. Baut mal hier runter. Bier! Hör auf, lass meine... No. So. Bergstoff. Alter, da verstehen sich gleich die Männer alle.
Oh. So. Lassen wir die mal bis hier runter bauen. Gucken, ob das funktioniert. So, der hat doch gesagt, hier irgendwo noch Seppen. Autsch. Es ist nichts passiert. Eckhart, Werner! Die Russen sind da! Autsch. Was soll dir? Ach ja, das war schön. Aber das ist ja auch schon wieder ewig her, gefühlt. So. Ich will wissen, wo ich hier bitteschön noch was... Der hat doch gesagt im Südosten. So. Das ist Norden, das ist Süden, Osten. Könnt ihr mal hier probieren. Isaac, durch die Zerstörung der Felsen unter den Klippen ist etwas Nützliches zum Vorschein gekommen. Das Volk möchte uns etwas sagen. Das hat geklappt. Herr, ein magisches Zeichen wurde in der Nähe der Klippen gefunden. Wir bringen euch dieses Zeichen als Gabe. Bitte nehmt sie an. Noch mehr Bomben? Blitzerwarnung. So. Zu Isaac, unser Volk hat ohne unsere Hilfe die Höhle versiegelt. Ja, ganz bestimmt nicht. Jemand hat anscheinend in der Höhle etwas gefunden. Herr, wir haben einen seltsamen Bogen und Pfeile gefunden. Wir bitten euch, nehmt unsere bescheidene Gabe an. Hallo Micha, schön, dass du reinschaust. Dieser, der Micha ist da, der hat auf die Russen reagiert. Irgendwie behauptet, hier gibt es Werner-Referenzen. Ja, natürlich gibt es hier Werner-Referenzen. Hallo Micha, schön, dass du reinschaust. Fucking Werner, Alter. Ich könnte, glaube ich, die ersten drei Filme zur Hälfte oder mehr zitieren. Ja, dann go for it. Ich sehe einen Felsen zum Blitzen. Isaac, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber die Menschen in Firma... Schon wieder? Wir haben einen Fischmarkt eröffnet. Vor einigen Tagen fand ein Fischer an der Küste eine seltsame Schriftrolle. Wir bringen euch diese Rolle als Gabe. Bitte nehmt sie an. Es ist unerwartet, aber sie wollen schon wieder etwas sagen. Sagt das doch in einem Zug, Leute! Ja, wir wissen, wir haben endlich gelernt, wie man Brücken baut. Da habe ich es auch im Kino gesehen. Ja, nice. Cool, da unten ist ein Fischerboot und da hockt der Drache wieder und wartet einfach nur. Wenn wir gerade schon dabei sind. So, Moment mal. Irgendwas, wenn man die Steine hier wegseppen kann, dann seppe ich die hier auch nochmal weg. Aber da war nix. Dann gucke ich mir die Gaben mal an. So. Wir können euch in diesem Jahr folgende Gaben anbieten. Welche unserer Gaben werdet ihr annehmen? Kraft des Engels, Brücke, Zauberquelle und Zauberfeuer. Ich nehme mal die Kraft des Engels. Das scheinen die Pfeile eines Engels zu sein. Werdet ihr noch eine Gabe annehmen? Ja. Weil man ja auch weiß, was die macht. Euer Blitz hat einen riesigen Felsen zerstört. Wir fanden ein Zauberfeuer in den Trümmern des Felsens. Es gehört sicherlich euch, Herr. Nehmt dieses Geschenk an. Nehmen wir das auch noch? Ja, wir nehmen das auch noch. Das ist die neue Technik des
Brückenbaus aus Fillmore. Das Volk ist derart darauf sehr stolz. Damit kann man auch auf anderen Seite eines Flusses Häuser bauen. Jo, das klingt doch erstmal sehr gut. Die bauen an der Stelle weiter. Eigentlich möchte ich ja, dass ihr hier oben weiterbaut. Warum baut ihr da unten? Ach so, okay. So. Schauen wir mal kurz. Wir können das Volk nochmal anhören, weil wir haben ja noch das, was in dem Wald. Aber das scheinen die gar nicht mehr zu erwähnen. Gabe benutzen. Brücke und Kraft des Engels. Ich habe meine Meinung geändert. Warte mal, das klang auch wieder danach, als wenn hier der Drache wieder am Terrorisieren ist. Lass das doch mal. So. Ich hätte immer noch gerne... Was? Ach so. Ich muss erstmal hier wieder runter. Eine Stadt wird gebaut. Ich verstehe es nicht, warum das manchmal einfach weggeht. So. Ich frage mich gerade, ob das diese Simulation quasi immer noch weitergeht, wenn ich nicht hier bin. Sie besteht nur aus Feldern. Wo ist die Disco? Wo der Dönermann? Döner? Oh, wir hatten neulich erst wieder Döner. Und tschüss. Was? Nein. Da. Ey. Ich hab geflext hier. Au. So. Warum müssen wir jetzt erst hier hochbauen? Also ich meine, die... Da, okay. Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Döner ist halt schon so ein Primärkriterium bei der Entscheidung, wo man sein Leben verbringen möchte. Irgendwie schon. Nee, hatten wir nicht. Oh, stimmt, wir wollten uns einen Döner holen. Ja, in, so viel zu... Ja, wir hatten erst neulich einen Döner. Ach, im Traum hatte ich einen Döner. So, der hat auch sehr gut geschmeckt. Ja. Wollten wir, aber haben uns umentschieden. Ich verstehe ja, warum man bei mehreren Alternativen sich gegen Döner entscheidet, aber sich dafür zu entscheiden und dann umzuschwenken, das ist irgendwie suspekt. Döner macht schöner. Solange sie dir nachts nicht in den Döner au. Ja, davor war es ziemlich voll. So, wo ist denn jetzt bitte der Feuerzauber? Der angebliche. Und auf Dauer auch schlauer. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie was wegseppen kann. Ich glaube nämlich nicht. Weil die brauchen halt wieder gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis die da alles gebaut haben. Vielleicht nicht im Sim-Teil. Ja, das kann gut sein. So. Bau doch jetzt mal bitte hier runter. Huch.
Warum kommt da nur einer, um was zu bauen? Ah ja, okay, die anderen sind scheinbar beschäftigt. Klatsch. Oh, lololo. Yay. Der Lebensstandard in Fimo hat sich verbessert. Zu Isaac. Blabla, sie wollen etwas sagen. Herr, seitdem die letzte Hülle versiegelt wurde, geschieht mit mir etwas Seltsames. Nacht für Nacht habe ich den gleichen Albtraum. In meinem Albtraum steigt das Monster Minotaurus durch das große Loch im Südosten. Okay. Er sagt, er werde die Menschen mit dem Tod bestrafen. Eben weil ich in die Zukunft sehen kann, fühle ich, dass ich schon jetzt bestraft werde. Bitte, Herr, steigt in die Höhle und zerstört dieses Ungeheuer, bevor etwas Schreckliches geschieht. Ha, okay. Interesting. Ist ja die Frage, was man jetzt hier noch großartig machen kann, ne? Weil im Prinzip wird ja jetzt nur weiter ausgebaut noch. Die Leute können die Zukunft sehen, wieso kannst du das nicht? Ha, da ist die Disco. Du meinst das Lila, ne? Ja. So, die Stadt wird weitergebaut. Ich würde mal sagen, an der Stelle gehen wir doch einfach mal... Hallo Nina, schön, dass du wieder reinschaust. Gehen wir doch mal zum Sky Palace zurück. Und... Zauber auswählen. Welchen Zauber werdet ihr mitnehmen? Habt euch sich also für das Zauberfeuer entschieden. Geiles Deutsch. Damit könnt ihr nach links und nach rechts Feuerbälle werfen. Okay. Das klingt doch sehr nice. So, Isaac, wenn wir in diesem Gebiet alle Monster zerstören, werden die Menschen das Böse nicht mehr fürchten. Wow, Lisa, die Begrüßung war laut. Oh, das tut mir leid. Oh, jetzt sieht man die Stadt von oben. Das ist ja cool. Ich höre einfach nur Stefan von der Seite kichern. Oh, jetzt sind wir hier in einer Höhle. Okay, was habe ich verpasst? Autsch. Warte. Ach so, ja. Wie hätte es denn auch anders sein sollen? Ich habe heute... Au. Okay, ich bin gestorben. Danke, hat keine 5 Minuten gedauert. Wie kann... Okay, ich lerne gerade, diese Stacheln töten mich instant. Finde ich das unfair? Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr unfair. Ich hasse Stacheln. Vor allen Dingen Insta-Kill-Stacheln. Ich weiß nicht, ob ich da vorher da unten hätte runterspringen sollen. Oh, geil, sind die Monster wieder da. Okay, ich habe das Gefühl, wenn ich hier runterspringe, bin ich instant tot. Was? Nein, bin ich nicht.
Holla, wo bin ich hier gelandet? Megaman-Stacheln. Ja. Die Stacheln insta-killen dich. Das ist voll... Die Reaction ist einfach das beste Oldschool. Ja. Alter. Ihr müsst euch alle eine Switch holen und Animal Crossing. Es macht so süchtig. Switch... Switch habe ich ja, aber noch kein Animal Crossing. Nein! Woher habe ich das Leben? Okay. Finde ich gut. Ich habe Leben! Ja. Yeah. Also, sagen wir es so. Ich finde es besser, wenn mich die Gegner töten. Nicht töten. Hauen? Nein, ich komme hier nicht mehr runter. No! Oh, ey, wie fies. Jetzt habe ich was aufgemacht und ich habe nur noch 2 Leben. Da kommt doch Freude auf. Ja! Schade, Sir Isaac, aber ich weiß, dass ihr niemals aufgeben werdet. RIP. So. Mal anders kurz hinsetzen. Lisa-Geräusche. Apropos Switch, ich hatte irgendwie voll Bock auf Xenoblade Chronicles. Oh ja, das ist ein geiles Spiel und ich empfehle dir sehr viel, sehr lang dran zu hocken, also sehr viel Zeit zu investieren und sämtliche Nebenquests zu machen und. Es ist einfach so cool. Es gibt so viel zu entdecken in diesem Spiel. Dann kauf ihr das mal. Was am Freitag? Es kommt am Freitag raus. Stefan, ich brauche Xenoblade Chronicles. Das wäre gerade keine gute Idee. Dieser Geräusch, beste Geräusche, lol. Doch, kauf es ihr. Es macht so Spaß und du wirst sie nie wiedersehen. Tenting. Wie was? Dass du mich nie wiedersehen wirst. Was soll das? Das Kauf ihr das bezieht sich nicht auf Animal Crossing. Ach so. Hä, so. Das ist doch schon draußen? Dachte ich eigentlich auch. Also. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das, ob Michael die Switch-Version meint. So. Probieren wir es nochmal. Monster bekämpfen. Nium. Als göttliches Wesen braucht man ja scheinbar immer eine Statue. Ich hasse dich. Dich auch. Oh. Geh weg. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg oben lang. Und schau, was dabei passiert. Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Haha. Au. Okay. Meine Punkte. Okay. So. Komm, schieß nochmal. Danke. Okay, ich habe das Gefühl, der Weg hier oben ist deutlich chilliger. Warte mal, ich komm.
ich von hier besser dran? Ich bin jetzt schon irgendwie neugierig, warum es da so viele Wege gab oder gibt. Okay. Ein Apfel. Ein halber. No. Go away. Wobei ich muss sagen, ich finde den schon sehr cool gemacht. So, und sind wir wieder an der Stelle. Also ich fand den Weg um... Genau, aber Xenoblade Chronicles 2 ist was anderes. Hallo, Kada. Ente! Es gibt das Gerücht, als gebe ich einen Quark darauf. Metroid Prime Trilogy für die Switch. Was? Power ausieren wegen Zeit. Oh, shit. Auf einmal kommen sie alle angerannt. Das sieht vom Design her ziemlich ähnlich aus. Was? Okay, aber... Oh Mann, die Trilogy auf der Switch, das wäre so episch. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, mal ein bisschen rennen hier. No! Ach so, hier zählt die Zeit nochmal neu. Ah, okay. Du siehst lebendig aus. Das Viech ist lebendig. Das Viech killt mich. Ich bin gekillt. Haben sie auch überdimensionale Boobies? Was? Das war irgendwie ein Xenoblade 2-Dingens und das war irgendwie doof. Glaube ich. Wer hat sich das ausgedacht? Bitte nicht nochmal. No! Ey, ich komme da nicht rüber. Wie? Moment. Chips. Ein Masochist hat das gemacht. Ich kauf's dann halt zum dritten Mal. Ach, ist doch egal. Ich dachte, das erste wäre dafür nicht so bekannt, aber vielleicht haben sie es ja im Remake angepasst. Nein, haben sie nicht. Warum ballerst du den denn nicht ins Gesicht? Masochist hat das gemacht. Ja. Ja, okay, also wenn du das Character Design auf die Boobies beschränkst, ist es schon ein bisschen anders. Alter. Kann die halt auch nicht kaputt machen oder sowas. Boah, ich krieg da noch Aggressionen. Was ist Fair Point? No! Komm, spotz deine Kugel. Dankeschön. Ich hab dich nicht gemeint. Oha. Hallo. Danke. Oha.
ignoriere das Viech jetzt. So. Ey, wer hat sich denn... Wieso nimmt es kein Ende? No! No! Ja. Yum, yum, yum. Ja. Irgendwann muss ich ja meine Frustration gerade auslassen. Es ist so, weiß nicht, ich finde das immer noch eines der besten Feature in Dead Space, dass du deine Aggressionen gegen die Monster halt durch Stiefeln, sag ich mal, auslassen kannst. Und das ist das nichts anderes wie mit dem Chips essen. So, oh, beschissen Monster. Und dann halt drauf, statt drauf rumzustiefeln, halt auf einem Chip rumkauen. Weisheit mit Ryu-san. Okay. Probier es nochmal. Weil ich meine, ich könnte ja nochmal über... könnte ja auch nochmal in ein anderes Gebiet reingucken. Auf der anderen Seite kann ich nicht zulassen, dass mich das Spiel hier besiegt. Hau Stefan einmal, dann sind deine Aggressionen weg. Der hält das schon aus. No! Weg mit deinem Finger! Das ist doch gemein! Cat Content. Ja, der schläft. Und zwar neben mir, nachdem er vorhin... Boah. Und tschüss. Nachdem der vorhin den, also das Tuch, was wir als Vorhang hatten, runtergezogen hat, hat er sich draufgelegt. Seine Arbeit ist getan, er kann jetzt schlafen. Nichts ist hier mehr for free. Und was Stefan sagt. Alter. Quack. Quack. Danke für den Host, Alex. Very much appreciated. Wie man bei dem Spiel halt immer denkt, dass man die Jumps nicht schafft. War nur als Test gedacht, aber gern geschehen. Ohne Witz, das ist das Quacken, was ich eigentlich gesucht habe. Damals für mich, wo hast du das gefunden? YouTube. Au. Genau, und dann basically einfach... Oh Gott. Das kann ich doch jetzt schon wieder vergessen mit nur einem Leben. Wow. Oh. Nine, I have been so blind. Moment. Katze. Moment, ich muss sie mal kurz herholen. Ah, Mann, die Kamera für Arsch. Der denkt sich hier gerade,
Wie, was ist jetzt los hier? Eltern. Sag mal nochmal was. Was soll das, Mensch? Nochmal hier. Da glitzert doch was. Hm? Okay. Oh, jetzt hat er was gesehen. Lass mich pennen, Alte. Ja, nee. Der ist jetzt so, oh, da leuchtet was, ich will auf den Schreibtisch drauf. Nee. Schnuffi. Der ist da gerade ganz gemütlich. So, jetzt darfst du da weiter pennen. So. Kannst du, also auch nochmal ein Dankeschön an Stefan, dass er mich darauf hingewiesen hat. Ich hätte das nämlich tatsächlich gerade fast übersehen. Weiter geht's. Nein! Eigentlich braucht es dafür auch alles. No! Wieso bin ich denn jetzt da schon wieder rausgeflogen? Aha! Okay. Eigentlich müsste ich gucken, ob das im Chat-Client als Message kommt. Ja, ist gar keine so schlechte Idee. Okay, Leute, ich werde jetzt doch erstmal nochmal woanders hingucken. Wir haben jetzt hier eine große Stadt. Ich will nämlich vor allen Dingen mal hier nach Bloodpool gucken. And I'm busy for this evening. So, hier müssen wir auch erstmal kämpfen. Frustration, Danke für den Clip, muss ich später mal reinschauen. Sieht das Level geil aus. Da kommt richtig gut Stimmung auf. Moment. Au. Na! Gluck. Ich mag es, wenn Leute leiden. Nicht wirklich. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier sehr häufig untergehen werde. Das Spiel ist überhaupt nicht stressig. Nein, nein, alles gut. Plötzlich fällt da was runter. Okay, jetzt stresst mich die Musik doch etwas. Au. Was sind das für alte Tanten da oben? Okay. Alte Tanten. Ja, schau dir die doch an. No, Leben! Ich will an das Leben ran! Gib mir das Leben! No, es ist despawned! Wie gemein! Ich lege Beschwerde ein dagegen! Ups! Au. Alter.
So, jetzt gehen wir hier einmal bei. Mach diese Tante da oben platt. Und dann holen wir uns das Leben. So. Uff, was? Wer ist eigentlich dieser schmucke Rittersmann? Ich habe den Anfang ja verpasst. Das ist so. Da stehen quasi so Statuen von dir rum. Und nachdem du ein göttliches Wesen bist und keine feste Form hast, nimmst du quasi, also ergreifst Besitz von dieser Steinstatue, erwächst sie damit zum Leben und kannst damit dann die Viecher, also die bösen Monster und so weiter dann platt machen. Ja, genau. Also, was Stefan eigentlich schon geschrieben hat. Geil, endlich auch Lisa quacken lassen. Ich finde es gut, dass der Sound diesen Effekt hat. Das freut mich. So. Das nahm ein jähes Ende. No! Schade. Punkt. Ja, und ich war so kurz vor dem Endgegner dort. Aber wäre auch gelacht, wenn wir das nicht nochmal hinkriegen hier. Einfach an den Tanten mal vorbei. So. Rick. Rest in God-Style. Myst Case. Ja, die Leute, die Ragnarok Online gespielt haben, erkennen es vielleicht wieder. Aber das haben wahrscheinlich die wenigsten. Autsch. Ich möchte bitte nicht. Gib mir das Leben! Gib mir das Leben! Uff. Ich hoffe, ich bin beim Checkpoint gelandet. Stepp doch. So. Du kennst nur das mythologisch-nordische Ereignis. Okay, ist okay. Ja! Lass mich in Ruhe. Okay, da kann man nicht. Dann laufen wir an der vorbei. Machen die nochmal platt. Holen uns das Leben und versinken. Ich wollte gerade sagen, und versinken nicht. Das hat sehr gut geklappt, wie ihr gesehen habt. Mann. Das gibt's doch nicht. So, vorbei an der Tante. Leben holen. Was wäre eigentlich eine Frau? Lisa macht gute Sounds. Danke, danke. So. Ich reagiere da einfach zu spät. Das ist einfach nur kurz mal draufjumpen und sich nicht bewegen, quasi. Also nicht in eine Richtung drücken, sondern einfach gleich wieder weiterspringen. Es liegt an der Musik. Es muss an der Musik liegen. Wenn du runterfällst, musst du wieder von vorne anfangen. Das ist zu vermeiden, um weiterzukommen. Ich werde mir deinen Tipp sehr zu Herzen nehmen. Die Steuerung ist aber auch nicht so smooth, oder? Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Nee, die hängt manchmal. Quack. Ja, und auch mal danke für den Clip-Knopf. Ich finde es schon bedenklich, dass die Figuren damals in den frühen Spielen immer explodiert sind. Ich finde das sehr gut. Wieder Rick. So, hier jetzt aber konzentrieren.
Hä? Finde ich diesen Gegner ziemlich blöd? Ja. Nein! Ducking Boss, ey. Ja. Kätzchen, das Wetter ist schön. Alles ist gemütlich. Und ihr so? Quack. Okay, drei Optionen. Ich kriege mich wegen dem Quack von dir zu. Oh, nice. Also, drei Optionen. Nummer eins, ich gehe zurück nach Fillmore und versuche den Minotaurus. Option Nummer zwei, ich bleibe in Bloodpool und versuche den nochmal zu machen. Option Nummer drei ist, ich gehe mir nochmal ein anderes Gebiet anschauen. Eins, zwei oder drei. Chat, entscheidet. Jetzt. Und ich esse derweil ein Chip. Fünf, okay. Nein, ich werde einfach nicht nochmal auf Extrem stellen. Also ich probiere noch einmal Bloodpool und dann schauen wir uns nochmal ein anderes Gebiet an. Ich meine, Bloodpool Teil 1 dauert ja auch eigentlich nicht lange zum Durchlaufen, wenn ich mich nicht doof anstelle. So. Komm. Leben. So. Halfway. Müsste das jetzt sein? Ja. Einmal voll. So. Au. Zum Teufel soll ich den denn erwischen? Hör auf dein Herz.
Oh, jetzt habe ich meinen Feuerzauber nicht. Aua, aua. Optional kannst du auch auf das Herz der Karten hören. Ja. Herz der Karten, ja. Okay, wir schauen uns jetzt ein anderes Gebiet an. Dazu muss euer Level höher sein als Level 8. Lisa voll am Tilten, ja, ein bisschen. Wir gucken noch mal nach Fillmore. Geduld. Stehen wir mit etwas Musik. Weil wir können auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Zahl erhöhen. Erhöhen. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie hier in Fillmore selber noch irgendwie was machen kann. Pflanzen wachsen und ausgetrocknete Felder können wieder genutzt werden. Werde ich hier wahrscheinlich nicht brauchen. Ah, da ist die Höhle. Oh, es ist nichts passiert. So. Bauchrichtung. Können wir hier noch hinbauen? Ja, können wir. Das heißt, wir können, glaube ich, auch noch hier oben hinbauen. So. Und dann können wir ja mal noch probieren, ob hier noch hingebaut werden kann irgendwie. Ja,
Sehr schön, geht. Das heißt, wir machen hier noch einen Weg hin. So. Also ich erhoffe mir davon noch zumindest ein weiteres Level. In der Hoffnung, dass ich dann ein bisschen mehr Leben noch habe. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas mit den Wäldern machen kann. Lässt Sümpfe trocknen und den Schnee schmelzen. Das brauche ich nicht. Dann, was haben wir noch? Wind. Kein Monster kann dem kräftigen Wind widerstehen. Und dann haben wir Erdbeben. Durch ein Erdbeben kann sich das Relief des Kontinents verändern. Okay, das ist schon nice. 160 SP, um ein Erdbeben zu zünden. Okay. Ich habe meine Meinung geändert. Achso. Das ist wieder der Traum, den es uns sagt. So, können wir irgendwohin noch Straßen verlegen? Ich weiß ja nicht, ob man quasi durch den Wald direkt irgendwie was bauen kann. Nee, geht nicht. Okay. Warum auch immer er den Weg da unten hin gepflastert hat. Aha. Weiß gar nicht, ob das was bringt, dass man hier jetzt noch mehr Wege hat. So ein bisschen die Befürchtung, dass schon alles ausgereizt ist. Meh. Na gut. Dann auf ein neues. Trick hier ist, glaube ich, einfach nur schneller als die Monster zu sein. Au. Aha. Stacheln! Stacheln! Sind die nicht schön? Stacheln! Wieso muss man denn ein Spiel Stacheln einbauen,
die einen sofort töten. Und warum müssen diese Stacheln von der Decke hängen? Au. Tun sie auch von der Seite weh, weil Videospiellogik? Ich habe keine Ahnung. Könnte gut sein. Dieser... Alter Michael. Ich würde sagen, die Sache spitzt sich zu. Kappa. Au. Au. Nein, nicht schon wieder nur ein. Diese Höhle sieht ganz schön schneidig aus. Der Typ hat eine Rüstung an, so schlimm ist das noch nicht. Ja, das ist wahrscheinlich, sobald er einen Kratzer abkriegt, ist sein Ego angekratzt oder irgendwie sowas. Als göttliches Wesen. Da werde ich doch mit dem Leben wieder nicht durchkommen. Einfach nein. La 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 la. Was? Diesmal schaffe ich's? Da hat sich Lisa wohl geschnitten. Ich glaube, ich muss Stefan gleich mal sagen, dass er jemanden timeouten soll. Nein, passt schon, alles gut. Ups. Alter! Da sind zwei von diesen Assos. Ja, noch mehr! Komm! Wozu habe ich volles Leben gekriegt? Die ist ja gerade komplett fokussiert. Okay, RIP.
hat er mich jetzt erwischt. Ah. Es tut mir leid. Macht total Sinn. Sorry, dass das gerade so viel Fail ist. Ah. Ich guck später nochmal rein. Alles klar, Knopf. Bis später. Ich gucke hier nur kurz rein. Hier ist eine blöde Vorspitze für mich. Hast du was anderes erwartet? Au. Ich werde es hier wieder nicht durchschaffen. Oder? Einmal unkonzentriert, echt ey. Was bist denn du für ein Gott? Ja. Frage ich mich auch. Wobei auf der anderen Seite, wenn er seine Macht dadurch verloren hat, dass es kaum Menschen gibt und er seine Macht nur durch den Glauben erhält, muss er die sich ja erstmal wieder zusammensammeln. Alles klar, Emily, danke fürs Reinschauen. Schlaf gut. Flachwitze sind immer gut, Alex. Das stimmt schon. Stefan bestätigt dir das bestimmt. Au. Ich bestätige. Alles klar. Schön fürs Reinschauen, Alex. Bis bald. Es ist doch erst 10 Uhr. Wo geht ihr denn alle hin? Wie one-hittet der mich einfach? Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Ich bin überhaupt nicht getiltet gerade. Ich guck noch mal woanders hin.
Level 10. Level 6. Na 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 na. Ich hinterfrag das einfach nicht. Der macht einfach immens viel Damage. Au. Feuer. Hallo.
Ein Eimer Pommes. Eine MA-Night-Session klingt doch immer sehr gut. Vor allen Dingen, weil du hier ja jetzt auch ein Beispiel hast hinsichtlich Schwierigkeit. Ich will diesen Endgegner jetzt schaffen. Nein, einfach nein. Und ich muss hier unten wieder anfangen. Lass dich vom Kater trösten. Komm her, mein Schatz. So, mein Katzen-Content. Kein Schnuffel. Egal. Ich gehe mal noch mal kurz in unsere Stadt reinschauen. Auch wenn das wahrscheinlich keinen Unterschied machen wird. Wenn man jetzt schon für Cat-Content bezahlen muss, müsste der eigentlich im Vollbild geliefert werden. Kann ich mir fürs nächste Mal. Außerdem, was heißt hier bezahlen? Kann ich machen, wenn ihr irgendwie abonniert oder sowas. Ich meine, 1000 Punkte ist ja fast nichts. Wenn ihr regelmäßig zuguckt, dann kriegt ihr das ja hinterhergeworfen. Also hier passiert halt literally nothing. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich noch ein Feld oder sowas, was ich mal schon hatte. Also hier zum Beispiel. Ich glaube, dass mich das auch nicht groß weiterbringen wird. Hallo Basti, schön, dass du da reinschaust. Puh. Ich glaube, das... So, mal hier kurz reinschauen. Ja, hier gibt es nur Fail-Stories quasi.
Ja, ich komme eigentlich nur an diesen zwei Stellen hier gerade weiter. In diesem Moment wird Lisa klar, dass sie sich committed hat, dieses Spiel durchzuspielen. Ich denke mir auch so gerade so. Auf was habe ich mich da eingelassen? Oh Gott, das kann lange dauern. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass ich hier noch am ehesten eine Chance habe. Sofern ich nicht untergehe. Peter, lass mich raten. War das mitunter der Grund, warum du dann beschlossen hast, das Spiel nicht durchzuspielen? Yay, erstmal zweimal treffen lassen. Ah, shit. Zu früh. Einmal durchspielen reicht. Ja, nein, wir wollen das sehen. Ich hatte es so gut drauf. Es wird diesmal... Ah!
Okay, ich gehe das jetzt lieber langsam an. Quietsch. Alter. Yes! Yes! Ah, oh, geschafft, geschafft, geschafft! Ich habe es erledigt! Isolation. Das stimmt, ist eigentlich sehr überraschend. Spielt Dinge sonst eigentlich immer zu Ende. Oh. Guck, war doch easy. Ja, ich bin nur halb verzweifelt. Kommt unser Nackedei-Engel wieder. Sir Isaac Bloodpool könnte zu einem Land werden, in dem die Menschen in Frieden leben können. Herr, lasst uns auf den Frieden hinarbeiten. Was wollen die denn? Es ist sehr schwer geworden, Häuser zu bauen, weil es hier so viele Sümpfe gibt. Könntet ihr nicht mit eurem Sonnenschein die Sümpfe trocknen? Dann machen wir das doch mal. Einmal Sonne. Kling, 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 kling. Sniped. Und noch mehr Sonne. Das können wir ja sehr viel machen. Was bist du denn? Au. Boah, was soll das denn? Achso, oh, wir haben nicht genügend Energie. Gut, dann schaue ich mal, dass die weiter bauen. Wenn sie denn mal bauen. Au. Okay, da unten ist eine Höhle. Eine Stadt wird gebaut. Sehr schön. Au. Mehr Sonnenschein. Ach so, noch 5 Punkte. So, jetzt aber. Okay, die Menschen wollen wieder was. Wir haben ein Problem. Es geht um meinen Sohn Teddy. Wir sind sehr besorgt, dass seine Energie in ihn in Schwierigkeit bringen könnte. Also, ich sollte euch damit nicht belästigen. Entschuldigt, dass ich euch damit aufhalte. Und jetzt? Manchmal erzählen die schon sehr merkwürdige Dinge, wo ich mich frage, ja, und was jetzt? Oh, sie haben nichts. Gut. Aber wir haben wieder ausreichend Punkte. Lass die Sonne scheinen. Punkte farmen. Au. Ich weiß nicht, ob die auch schon Brücken bauen
können. Kann ja mal gucken. Aber scheint nicht so zu sein. Das heißt, wenn, dann müsste ich wahrscheinlich die Brücke darüber bauen. Zielwasser. Au. Na gut. Machen wir hier hinten weiter. Ich will bitte noch ein paar Bäume zappen. So. Aber das heißt, dass ich, glaube ich, noch warten muss, bis sie auch die versiegeln können. Blöd. Aber wir zappen uns hier mal trotzdem einfach weiter durch die Gegend. Weil vielleicht haben wir ja Glück. Und die kriegen es bis dahin auf, also gebacken, dahin zu bauen. Ach ja, in der Zwischenzeit könnte ich eigentlich hier mal weitermachen. Die Sachen weiter austrocknen. So, die rühren sich irgendwie noch gar nicht. Au. Jetzt kommen hier erstmal keine mehr. Wir haben hier ein Schloss. Das finde ich irgendwie schon sehr interessant. Au. Woher kommt der eigentlich immer? Irgendwo da drüben her. Okay. Glückwunsch, euer Level hat sich erhöht. Juhu, wir sind Level 5. Finally. Ah, oh, okay, Höhlen können sie schon versiegeln. Das ist sehr gut. Ah, und ich... So... Wie ihr wisst, gibt es im Bloodpool viele Flüsse. Wir wollen auf der anderen Seite des Flusses bauen, aber wir wissen nicht, wie man Brücken baut. Zeigt uns, wie wir Brücken bauen können. Okay, das können wir doch machen, weil wir haben ja eine Gabe. Brücken. Sir Isaac, jetzt werden auch hier die Menschen Brücken bauen können. Tada! Okay, das heißt, dass wir die jetzt von der einen Höhle da oben zur nächsten befördern können. Nämlich zu der hier unten. Moment, ich muss das Menü gleich nochmal auswählen. Wissen jetzt, wie man hier in Bloodpool Weizen anbauen kann. Zeigt auch anderen Ländern, die noch keinen Weizen anbauen, wie man ihn anbaut. Das ist cool. Oh shit. Oh was? Backtracking?
Maybe. Könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ob die andere Stadt auch davon profitieren kann. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Herr, unser Sohn Teddy ist von zu Hause weggelaufen. Wir haben überall nach ihm gesucht, können ihn jedoch nicht finden. Er muss schon fast verhungert sein. Wir haben ihm ein Brot gebacken. Findet ihn bitte und gebt ihm das Brot. Okay. Dann nehmen wir die Gaben doch mal an. Dem armen, einsamen Teddy. Unser Sohn ist weggelaufen. Ja, schon irgendwie, ne? So, wir wollen, dass bitte dahin lauft. Okay. Damit da mal Ruhe ist. Austrocknen. Das trocknen wir auch noch auf. Unser Sohn ist weggelaufen. Wenn du ihn findest, gib ihm das Brot und lass ihn da stehen. Warum haben die denn Angst? Okay, die bauen nicht weiter. I'm not sure what the... Hä? Was passiert hier? Die reden nicht mit mir. Teddy ist der Sohn von 4 Haushalten, die sich Sorgen machen. Sind die jetzt so lange pisst, bis ich Teddy gefunden habe? Das wäre doch... Teddy ist... keiner weiß genau, wessen Sohn Teddy eigentlich ist. Das war damals eine sehr wilde Nacht. Ups. Da war doch... Ja. Hä? Also, da ist ein Typ. Aber was mache ich denn jetzt mit ihm? Moment, ich speichere mal ganz kurz. So. Gaben benutzen. Brot. Wo wollt ihr diesen Gegenstand benutzen? Zeigt es mir bitte. Brot. Was wird Teddy wohl denken, wenn er das Brot sieht, das seine Mutter gebacken hat? Sir Isaac, ich weiß, bla bla. Wieder unerwartet. Wir danken euch, Herr. Unser Sohn Teddy ist wieder zu Hause. Das Brot erinnerte ihn an zu Hause und brachte ihn dazu, wieder nach Hause zu kommen. Irgendwie ist es eine sehr lustige Nebenquest. Er wollte gar nicht weglaufen. Er wollte nur sehen, wieso der See vergiftet wurde. Wir haben ihn immer nur als unseren kleinen Sohn gesehen. Es ist so überraschend, dass er sich erwachsen verhält. Teddy meint, der See ist aufgrund der Nähe zur Höhle der Monster vergiftet. Wir geben euch den Schädel, den er in der Höhle fand. Nehmt ihn bitte an. Oho.
kriegen einen Schädel. Laut dem Wahrsager kann dieses Juwel auch eine Monsterhülle zerstören. Benutzt es bei einer Hülle, die wir nicht versiegeln können. Das heißt, ja, die sind jetzt wieder freundlicher, sag ich mal. Ah ja, jetzt fangen sie auch wieder das Bauen an. Okay. Die waren tatsächlich alle so, nee, Teddy ist weg, deswegen können wir jetzt nicht bauen. Chaka. Und weg damit. So. Nee. Hier kommen wir jetzt auch sehr gut durch. Oho. Da haben wir die nächste Monsterhöhle. Aber da kommt... Ist das die, wo die Menschen nicht drankommen? Weil... Dann machen wir das doch mal. Wir benutzen den Zauberschädel. Da. Bams. Sir Isaac, seht, es geschieht etwas Merkwürdiges mit dem See in Bloodpool. Oho. Wir haben ihn gereinigt. Der Grund für die Vergiftung des Wassers liegt in der Höhle des Red Demon. Sir Isaac, ich weiß, dass es unerwartet ist, aber wir wollten schon wieder mit euch sprechen. Wir benutzen jetzt Boote zum Fischen. Vor einiger Zeit fanden wir in unserem Netz eine Schriftrolle. Diese bringen wir euch als Gabe dann. Und sag ihn nochmal mit uns. Ist Teddy wieder verschwunden? Wir haben es geschafft, eine Straße zu bauen, die unsere Stadt mit Fillmore verbindet. Wir können ihnen zeigen, Weizen anzubauen. Uhu! Sehr cool. Ja, Weizen ist schon cool. So. Das heißt, wir haben nur noch diese Monsterhöhle, glaube ich, hier. Autobahn! So. Dann kann ich ja gucken, ob sie hier runterkommen. So. Das heißt aber, dass du denen Fillmore jetzt nichts beibringen musst. Ja, aber ich kann trotzdem in Fillmore mal vorbeischauen, was sich dann dafür geändert hat. Können wir mal gucken, was die Schriftrolle uns jetzt gebracht hat. Zauberstardust. So. Autsch. Level up! Weak. Das
So, jetzt kommen wir ja dann auch demnächst an die letzte Monsterhöhle ran. Ich kann eigentlich noch mal rumgucken. Ups. Ob hier noch irgendwie was zum Abfackeln oder Austrocknen ist. Aber das schaut nicht so aus. Ich meine, da ist halt immer noch... ist ja wieder nur am Zerstören. Destruktion! Genau, da ist ja noch dieses Schloss und ich glaube, dass das wieder dann unser nächster Punkt sein wird, wo wir hin müssen. Die Höhle wird versiegelt. Klatsch. Ja, als wir die Höhle versiegelten, fanden wir eine seltsame Statue. Was? Warum haben die denn jetzt schon wieder Angst? Hä? Was ist denn los hier? Drei Leute? Wohin gehen die? Haben Angst vor dem Coronavirus. No. Bombe! Oh, ihr wollt also nicht. Hä, aber warum sind die denn so traurig? Ich verstehe es nicht. Ich kann sie ja hier oben nochmal weiter bauen lassen. Hier sind ja auch keine Monster mehr oder sowas. Bestimmt wieder irgendwas mit Teddy wieder. Oh! Ja, nachdem wir die letzte Höhle versiegelt hatten, ist etwas Schreckliches passiert. Ein Monster erschien in dem alten Schloss und verlangte ein Opfer von uns. Wir diskutierten lange über diese Forderung und haben beschlossen, drei Menschen auszulosen, die geopfert werden. Unglücklicherweise ist mein Sohn Teddy einer der dreien. Er geht zum Schloss und rettet meinen Sohn und unser Land. War ja auch klar, dass das wieder irgendwas mit Teddy zu tun hat. Nee, nee, nee. Okay, aber bevor wir... Teddy! Gehen wir doch tatsächlich mal wieder hier rüber. Ich finde es übrigens sehr cool. Bloodmoor ist ja jetzt... Also sieht man auch von hier oben jetzt. So. Ich will erstmal das Volk beobachten. Ob es jetzt hier irgendwie noch mal was Neues gibt. Genau, einmal wollte ich nämlich ausprobieren, wegen dem Bauen. Aber jetzt gibt es da nämlich eine Straße raus, ob da noch was passiert. Die bauen jetzt alle Weizen an. Aber ich glaube, dass es stuck ist, solange bis...
ich den Minotaurus besiegt habe. Gehen wir doch nochmal nach Bloodpool. Speichern hier ganz kurz. Ups. So, und schauen uns hier mal das Schloss an. Quatsch. Teddy! Quack. Ich finde den Hintergrund echt super gemacht. Au. Och nö. Und das wieder kill dich mit einem Hiebstacheln. Ich bin jetzt befremdlich, dass der sich so gar nicht bewegt. Wen meinst du? Der Hintergrund draußen. Ach so. Blobs. Oh. Man sollte Kinder eigentlich grundsätzlich bei so Losverfahren raushalten. Ja, lol. Scroll? Ah. Vielleicht ist Teddy ja schon 16 und einfach nur ein wenig doof. Maybe. Leben? Leben? Nein! Warum kann man da nicht einfach runter? Aufladen, wenn das schon geht.
So. Nein, 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 nein. Das ist auch ein sehr schönes Level. Du kannst das. Soll Teddy doch verrecken. Habe ich nicht gesagt. So. Dann. Nein! Moment, ich muss mich mal kurz nochmal anders hinsetzen. So. Easy. Uff. No. Okay. Boah.
Ich glaube, ich würde mal ganz kurz gucken wollen, wie die Taktik ist für den Minotaurus, weil ich keinen Bock habe, das jetzt rauszufinden durch Try and Error. Und ich fand das einfach schon echt fies. Lul. Okay, der haut einfach drauf. Die spielen alle auf Easy. Egal. Ups. Das wird schon. Das kriege ich hin. Ich hau einfach drauf. Easy! Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Oh, Fülbo geschafft. Puh. Katsching. Sir Isaac. Ja, in Fillmore gibt es keine Monster mehr. Warum ist denn nur noch die Frau da? Leider fiel ein Mensch der Strafe des Monsters zum Opfer, denn er ist vor kurzem gestorben. Kurz bevor er starb, sagte er, ich konnte endlich dem Volk in Fillmore helfen. Jetzt, wo alle Monster zerstört worden sind, können wir ohne eure Hilfe leben. Besucht andere Länder und bringt ihnen den gleichen Frieden wie bei uns in Fillmore. Die Menschen loben euch auch außerhalb dieses Tempels. Herr, es interessiert euch vielleicht, dass im Wald eine Schriftrolle gefunden wurde. Wir bringen sie als bescheidene Gabe dar. Lul, jetzt laufen die da alle im Kreis rum. Ja, Friedensmission, alles klar. Ja, irgendwie schon. Hey, uns bauen tatsächlich hier weiter. Yay! Was ist jetzt eigentlich mit der Höhle da unten? Okay, sie ist einfach wieder verschwunden. Nehmen wir doch mal die Gabe noch an. Wir haben noch ein MP bekommen. Was? Das ist alles. Blabla. Heißt, wir haben nichts mehr? Wir haben nichts mehr. Okay. Gabe benutzen. Weizen. Bombe. Okay, schaut so aus, als wenn wir hier tatsächlich erstmal nichts mehr machen können. Wir gucken nochmal rüber nach Bloodpool. Weil ich jetzt nochmal kurz wissen will, hier Zauber auswählen. Genau, wir haben nämlich noch Zauber Stardust. Unzählige Feuerbälle werden auf eure Feinde aus dem Himmel fallen. Jetzt habe ich aber irgendwie noch nicht so wirklich mitgekriegt, was das mit der MP war. Ah ja, die sind da immer noch am struggeln. MP? Ballern?
Nope. Okay, hier kommen wir tatsächlich nur weiter, wenn. Na gut. Ich glaube, das ist aber ein sehr guter Punkt, um Pause zu machen. Also wir haben Fillmore haben wir komplett durchgekriegt. Wir haben Bloodpool zur Hälfte. Wobei wir könnten uns tatsächlich den Spaß noch machen, einmal ins nächste Gebiet zu gucken. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch können. Monster bekämpfen. Okay, schauen wir uns das Gebiet doch nochmal an. Ab in die Wüste! Yeah. Quatsch. Schick. Au. Okay, ich laufe erstmal in sämtliche. Also das mit den Drachen finde ich schon echt cool. Okay, hier ist gefühlt alles tödlich. RIP. Au. Ich bin zu doof, über die Kakteen oder sowas drüber zu. Alter. Das kann was werden. Ich laufe hier gerade einfach nur durch. Leben. Dieses Level. Ich möchte wieder nach Fillmore zurück. Können die Viecher sogar fliegen? No! Finde ich sowas doof? Ja, ich finde es doof. Meine Güte. Warum muss ich denn so einen Abschnitt machen? Warum muss ich sofort insta-tot sein bei sowas? Da! So, wir sind mit unserer... Wir rennen einfach durch. Strategie sehr gut gefahren. Deswegen mache ich das einfach nochmal weiter. Oh je, ich weiß nicht, ob ich damit diesmal auch durchkomme. Doch, hat doch ganz gut geklappt. Okay. Weiter geht's. Autsch.
So, okay. Oh shit. Gott, was war, was auch immer das war und was auch immer ich da eingesammelt habe, ich habe keine Ahnung. No! So, es war, glaube ich, ein Leben, das ich eingesammelt habe. Quack, na, Prozess. Progress, ja, so mehr oder weniger. Ich bin aber nicht so wirklich, zufrieden mit dem Progress, aber... Was soll's? Dieses Level ist echt die Hölle. Was ein Prozess. Ja. Ja. Hohe Leben! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Meine... Oh Gott, okay. Das nächste Mal kann ich hier. Also, was den Progress an sich betrifft, ist auf jeden Fall. Die Gelegenheit nutze ich. Fillmore ist jetzt komplett abgeschlossen. Also, da haben wir den Minotaurus noch besiegt. Und Bloodmoor müsste ich jetzt Akt 2 machen. Leben! Und jetzt bitte kein Arschlochfeind. Okay, es ist ein Arschloch. RIP. Nein! Ich muss von hier das Level wieder machen. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab keine Lust. Ich will nicht. Also bei dem Spiel denke ich mir gerade, sie haben es sehr genossen, ihre Spielerschaft zu quälen. Thank you.
Da komme ich gar nicht hoch. Ja. Ich weiß nicht, gucke ich bei dem Endgegner kurz nach, wie man den gescheit macht, oder probiere ich es nochmal aus? Okay. Das war ja schon... was? Also wenn ich bis zu dem Stand, also Abschnitt Magie übrig habe, dann ist ja kein Problem, glaube ich. Lieber leiden, ne Lisa? Ja. Naja, es ist auch irgendwo so dieses Bedürfnis so... Naja, das andere wäre ja schon so ein bisschen cheesen. Ich meine, dafür kann ich es ja noch ein paar Mal ausprobieren. So. Wenn ich zweimal Magie hätte, das wäre episch einfach. Weil ich glaube, dann könnte ich ihn tatsächlich platt kriegen. Könnte sogar sein, dass es... mit diesem Level zweimal Magie gibt. Aber da müsste ich nochmal nachsuchen. Nein, das war nur Leben. Shit. Doch weg. Au. Das war knapp. Das war echt knapp. Oh, mit einem Leben. Oh mein Gott. Oh, es hat funktioniert. Oh, okay. Danke, danke. Uff. Chaka. Jetzt könnten wir uns ja eigentlich hier den Spaß noch machen. Und noch ein bisschen Casandora hier die Stadt vorantreiben. So. Eine Wüstenstadt. Wir können Sand nicht als Felder benutzen. Es muss regnen, damit der Sand weggeschwemmt wird. Nichts leichter als das. Ups. Regen! Ah, da oben haben wir so einen Vogel. Ich glaube, ich würde mal darüber bauen wollen. Jetzt kommt der chillige Teil, mehr oder weniger. Ja, ich finde den unheimlich chillig. Und tatsächlich auch nach dem Zeugs auch sehr angenehm. Ups. Nein, da wollte ich nicht nochmal hin. Au.
Aber jetzt schön viel Mana, das ich ausgeben kann. So, und dann können wir die Menschen mal so ein bisschen da hoch schon mal bauen lassen. Und dann auch darüber. So. Ja, einige von uns haben sich in der Wüste verirrt. Zeigt uns, wo wir sie finden können. Ja, wie denn? Einfach wegspülen oder was? Schauen wir mal, ob die auch wieder Brot haben. Scheint so, als würden sie mit uns reden wollen. Ne, die Höhle wird versiegelt. Weg mit dir. Oh. Wenn man alles einfach so begrünen könnte. Oh ja, dann werden viele Probleme gelöst. Wir haben einen seltsamen Bogen und Pfeile gefunden. Ja, her damit. Gaben annehmen. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert, oder? So. Kraft des Engels. Kraft des Bogens hat sich erhöht. Oh, sehr schön. Die Frage ist, bleibt es so? Stimmt, wir können ja einfach weiter hier wegschwimmen. Oh, da. So, hier Regen. Oh, das macht gut Damage. Jetzt. Bauen wir doch mal die Straße darüber. Können wir denn jetzt eigentlich auch Weizen geben? Wir haben so viel Weizen. Warte mal. Ah, so. So. Bewegt euch mal bitte dahin. Level hat sich erhöht. Level up. Nice. Mehr Leben. So. Laut Wiki ist der Effekt nur temporär. Ja, ich hab's mir ja schon fast gedacht. Es ist halt schade, wenn sowas nicht angezeigt wird. Kommst du her? Aber danke fürs Nachgucken. Hm. Weg mit dir. Dusch. Oh, okay. Spülen wir noch ein bisschen Sand weg. Wobei, es ist schon echt angenehm, wenn man halt nur einen Schuss teilweise für die Viecher braucht. Und ich finde es irgendwie... Also scheinbar machen die Dämonen im Moment nichts. Keine Ahnung, warum es... Also wahrscheinlich ist es, weil ich halt gestorben bin, bei dem anderen Mal so eskaliert.
Der Engel hat keine Kraft mehr? Wait, what? Ach so, wegen dem Bogen. Ja. Herr, wir danken euch, dass ihr uns zu ihnen gefunden habt. Leider war einer von ihnen schon tot, als wir sie fanden. Tot mit D. Wir wollen ihn in der Nähe des Tempels begraben. Der Mann hielt in seiner Hand eine seltsame Schriftrolle, die wir euch als Gabe bringen. Okay. Oh. Das Stück ist so schön. Ich liebe das. Vor allen Dingen, Knopf, du kennst es sicherlich auch von, ach, wie heißt denn der nochmal? Auf jeden Fall, die dieses Orchestrated-Version gemacht haben. Herr, in Cassandora ist die Kunst der Musik erfunden worden. Ich habe diese Musik geschrieben, um an den Mann zu erinnern, der in der Wüste sein Leben verlor. Musik besitzt mystische Kräfte, die Menschen beruhigen sich und ihr Schmerz wird gelindert, wenn sie Musik hören. Herr, wir bringen euch als, dies als Gabe für dieses Jahr. Oh, das ist voll cool. Oh, da kriege ich voll Gänsehaut. Tatsächlich ist das einer der Stücke, wo ich schon echt wieder am Überlegen bin, selber meine Violine auszupacken. Das Einzige, was ich echt also super schade finde, ist, dass das Stück so ein bisschen kurz ist einfach. Also weil, ich weiß nicht, was du meinst, Metroid. Stimmt. Auch, ja. Sagen wir es so, ich habe mal eine Zeit lang Violine gespielt. Warte, lass mich das kurz nachgucken. Also, im Prinzip meine ich... Nein! Ich lasse es jetzt laufen, weil ich will die Musik hören. Genau, also im Prinzip derjenige, der auch die Metroid-Musik und so weiter... mit klassischen Instrumenten nachgespielt hat. Der hat tatsächlich auch Actraiser das Musikstück gemacht. Hatte ich auch im Intro hier drin. Ne? Warte, ich kann es noch mal kurz raussuchen. Von Orchestra Fantasy, ja genau. Dann können die aber mal die nächste Monsterhülle zumachen. So. Mal noch ein bisschen regnen. Noch hat wie sie, weil wir haben ja jetzt so viel Mana übrig. Im Norden der Wüste hat es geregnet. Kann man jetzt eine Pyramide sehen, von der eine böse Kraft ausgeht? Wir werden sie näher untersuchen und werden berichten, wenn wir dort etwas finden sollten. Oh, stimmt, da. Ruinen haben eine seltsame Anziehungskraft. Einer von uns wurde von der Kraft der Pyramide angezogen. Irgendwas ist aber mit dieser Pyramide nicht in Ordnung. Die, die hingegangen sind, sind nicht zurückgekommen. Evil, Knievel. Dann geht halt nicht hin. Ich habe da sowieso keinen keinen Straßenbau veranlasst. Wir kriegen so schnell Mana wieder.
Finde ich total cool gemacht. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, was sie noch an Gaben haben. Musik! Und die Zauberquelle. Wir haben noch einen MP bekommen. Ah ja, jetzt haben sie die Höhle versiegelt hier. Dann kann ich eigentlich mal zu der hier nach oben bauen. Oh, das, ja, das ging jetzt schnell. So. Haben eine Statue gefunden. Bombe? Bombe! Nee, lasst mich ins Menü rein. Mr. Bombastic, ja. So. Das könnt ihr nämlich auch darüber mal bauen. Ups, nein. Wir spülen weiter hier den Sand weg. Bin ja noch gespannt, was es damit auf sich hat. Ob man da noch irgendwie was finden kann, wenn man was hinbaut. Weil ich hatte jetzt tatsächlich angenommen, dass da irgendwie das Böse sein würde. Aber nachdem das scheinbar in der Pyramide ist, würde ich einfach nochmal die Straße da oben hinbauen und gucken, was passiert. Ich finde es auch cool, dass die hier jetzt schon alle rumtanzen. Gar nichts machen. Diese Pyramide lockt die Menschen an und die, die hingehen, kommen nicht mehr zurück. Als wir die letzte Höhle der Monster versiegelten, fanden wir den wahren Sinn der Pyramide. Die Pyramide ist die Haupthöhle der Monster. Herr, wir bitten euch, die Pyramide zu versiegeln. Okay, das ist dann quasi unsere zweite Aufgabe hier. Jetzt können wir uns hier noch dem restlichen Sand entledigen. Oh. Okay, die sind jetzt doch nicht mehr so entspannt. Jetzt sind die auch so, oh Gott, help. Literally. Und dann schauen wir mal, ob das noch weitergeht. Ich finde das cool, wie sich hier langsam auch die Häuser verändern. Also hier unten waren das ja eher noch so Strohbauten. Und jetzt sind das hier oben schon irgendwie so Zelte und eher so diese typischen Steinbauten. Also Plattenbauten.
Oh. Könnt ihr da... Nee, da hoch geht's nicht. Gut. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel noch zum Level abfällt. Und ob sie tatsächlich... Ja, wobei, sie bauen noch. Also das könnte ich tatsächlich noch abwarten. Wenn man vom Teufel spricht. Okay, schauen wir doch mal, ob wir den anderen noch die Musik bringen können. Das finde ich nämlich sehr cool. Ja. Also das finde ich schon echt sehr cool gemacht. Das können wir jetzt auch noch mal in Filme ausprobieren. Wobei ich denke, da wird das nicht mehr so... Also also überhaupt irgendwie jetzt großartig einen Effekt haben. Oh, okay, ich muss die Gabe wohl immer wieder abholen. Die haben die Musik nur einmal gehabt. Ja, schade. Na gut. Vielleicht können sie die Musik einem wieder geben, wenn man die Pyramide platt gemacht hat. Oh, die bauen jetzt aber ganz schön fix. Na gut, wenn die jetzt noch im Bauen sind, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt tatsächlich mal für heute erstmal den Stream zu beenden. Das war jetzt der erste Teil zu ActRaiser. Ein Spiel, was, glaube ich, eine Herausforderung wird, um es nett zu formulieren. Also, ich finde es auf jeden Fall vom Konzept her super cool und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie häufig ich getiltet sein werde, weil ich irgendwas nicht schaffe. Und ich hoffe, ihr habt da dann genauso dran Spaß wie ich. Ich hoffe, es geht nächsten Mittwoch damit weiter. Ansonsten streamen Stefan und ich morgen Terraria um 8? 7. Oder um 7. Da haben wir uns noch nicht drauf geeinigt. Und werden da auch wieder wahrscheinlich sehr häufig sterben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine grusame, wunderschöne Nacht. Bis morgen oder bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.